Weiter geht es in der Villa Kuntergrau mit einem ganz, ganz schrecklichen Befall von Zombizid. Und damit herzlich willkommen zurück bei Resident Evil. In der letzten Folge haben wir Richard, das ist der Kollege, der hier ziemlich faul auf dem Bett liegt. Gut, er wurde auch von einer riesigen Schlange gebissen. Zumindest sagte er, dass er von einer riesigen Schlange gebissen wurde. Die Glaubwürdigkeit überprüfen wir noch. Und uns sind die Farbbänder ausgegangen. Das heißt, wir können nicht speichern. Ach ja, und Rebecca. Das ist Richard. Okay, machen wir weiter. Nein, wir wollen Rebecca nicht vergessen, denn bei der Guten können wir jetzt immer for free heilen. So habe ich das jedenfalls verstanden. Und das ist natürlich Gold wert. Speichern allerdings auch. Und speichern können wir nicht nach Belieben. Dafür brauchen wir Farbbänder. Und davon haben wir keine mehr. Das heißt, wir erkunden jetzt einfach mal weiter das Haus, beziehungsweise die Villa und hoffen, dass wir ein paar Farbbänder finden. Wir haben in der letzten Folge ja auch also ordentlich Progress gemacht. Haben immerhin sowohl Rebecca und Richard gefunden, als auch den Schlüssel für die Rüstungstüren. Das war ja auch ein langer Erzfeind von mir, aber am Ende habe ich ihn besiegt und oh, was ist denn hier los? Generator. Battery, battery. Der Deckel dieser Wasserpumpe ist offen. Wasserpumpen, ja, na. Ja, warum nicht? Auf welche Farbe möchten Sie den Schalter stellen? Grün heißt los. Was bewegt sich da? Das Wasser wird bereits gepumpt. Pumpen einstellen? Ja, ich gehe jetzt nochmal auf Rot. Was war das da unten, was sich da bewegt hat? Okay, jetzt mal auf Rot. Oh Gott, das ist ja direkt hier nebenan. Oh Gott. Kann ich da durch? Macht nicht den Eindruck. Ich mach das nochmal aus. Das Wasser wird bereits... Ja, aber was macht es denn, das Wasser? Nee, das machen wir nicht. Wir stellen das nochmal auf grün. Jawohl. Ich sehe da keinen Unterschied. Ich gehe da jetzt ganz vorsichtig ran. Ist das eklig. Was soll denn das? Aua! Oh, voll eine geklatscht. Okay, Wasser wird bereits befunden. Dann machen wir das doch einfach mal auf gar keine Farbe. Oh, natürlich! Aha! Ich weiß genau, was ich machen muss. Ich weiß genau, was ich machen muss. Wir lassen natürlich auf Rot stehen, da wo es das Pflänzchen eben getroffen hat. Allerdings werden wir da noch den Pflanzenvernichter reinpacken. So, Moment, jetzt muss ich mal die Lage checken. Nee, hier hinten die Tür. Zum Glück haben wir den Inventarraum direkt um die Ecke bei der guten Rebecca. Die kann mich auch direkt mal heilen. Jetzt wurde ich von der Pflanze geschlagen. Das war's mit dem Veganismus oder vegetarischer Ernährung. Ich wurde von einer Pflanze geschlagen. Rache! Obwohl, nee, gerade deswegen werde ich mich jetzt vegetarisch ernähren. Oder beziehungsweise vermehrt. Aus Rache gegenüber den Pflanzen. Ich werde euch alle totbeißen. Kann ich das skippen? Ja, bitte einmal die Wunden. Ist, Dankeschön. So, uns geht's wieder blenden. Dann packen wir einmal das grüne Kraut auch direkt in die Truhe. Obwohl, warte mal, das können wir ja eigentlich so machen. Machen wir hier nochmal so eine kleine Mixtur. Nein, nicht prüfen. So. Rein damit in die Sammlerbox. Und dann hätte ich gerne... Was ist? Da ist der Unkrautvernichter.
Da bin ich mal gespannt. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich mir das jetzt vorstelle. In meiner Welt macht das fantastisch Sinn. Das heißt aber nicht zwingend, dass das auch bei Resident Evil Sinn machen muss. Hoffentlich bewacht dieses Ding ein paar Speicherbänder. Das wäre nämlich sehr, sehr gut. Sind wir hier richtig? Nein, sind wir nicht. Wir müssen einmal ganz ans Ende. Das sind auch immer noch, das ist auch immer noch der Zombie, der da an die Fenster klopft. Würde mich wundern, wenn der nicht noch irgendwie reinkommt. Aber was Munition angeht, sind wir eigentlich gut ausgestattet. Wir haben echt ordentlich Pistolenmunition. Das Gewehr ist auch durchgeladen. So. Ne, wir machen das. Wir stellen das erstmal, bevor das nachher irgendwie weg ist. So, Wasserpumpen auf Rot. Genau, direkt bei der Pflanze. Sehr schön. Und jetzt unser diabolischer Plan. Verrecke! Sehr schön. Sehr, sehr schön. Dann können wir den ganzen... Boah, das sind aber richtig viele. Was sind das da hinten noch? Was sehe ich da? Was? Todesmaske. Oh! Da weiß ich, was es damit auf sich hat. Da würde ich aber gerade erst nochmal... Ach, jetzt ist wieder so ein langer Walk. Aber ich würde dann jetzt einmal die Sachen in die Truhe bringen. Direkt Platz für drei Items machen, keine Sorge. Oh, scheiße. Aus dem Weg! Hab ich direkt in den Kopf? Ich hab direkt in den Kopf getroffen. Bleibt der liegen? Aha! Das war ja die einfachste Konfrontation ever. Überhaupt gar keine Herausforderung. Sogar zu viele Schüsse abgegeben, um ehrlich zu sein. Ich hätte das direkt hören müssen. Dass, ich glaube, der erste Treffer war das tatsächlich. Der hat direkt gesessen. Naja. Ey, wenn der noch aufsteht, ne, der hier vor der Tür. Ich hoffe einfach nicht. Ich hoffe einfach, dass der liegen bleibt. Das wäre echt sehr ärgerlich. Nein, um Himmels Willen. Ich brauche jetzt auch mal keine Hilfe. So. Die Todesmaske packen wir natürlich ein. Dann noch das Kraut. Und dann packen wir einfach mal... Ja, die Munition kurz rüber. Brauchen wir ja jetzt gerade nicht. Ich überlege, ob ich noch ein Item mehr ablege, falls ich was übersehen habe in dem Raum. Ja, das machen wir mal lieber. Bevor wir 5 Millionen Mal hier hin und her laufen, legen wir lieber auch noch den anderen Kram ab. Nein! Rebecca, ich war erst vor 2 Minuten, nicht mal vor 2 Sekunden hier. Es geht mir gut. Ja, komm, legen wir den Schlüssel einfach noch weg. So, 4 Slots müssen reichen. Ich habe da eben nur 3 grüne Kräuter gesehen, aber wer weiß, was sich da noch versteckt. Dann hätte ich auch echt gerne so langsam mal noch was zum Speichern. Das wäre wirklich, was ich jetzt ganz dringend brauche. Wenn ich mir nur vorstelle, dass wenn ich jetzt sterbe, der ganze Progress weg ist, holla die Waldfee. Das aber... Da kriege ich Gänsehaut bei dem Gedanken. Durch das Fenster konnte ich leider nicht raus. Oder ich habe was Falsches gedrückt. Ich glaube aber nicht. Aber ich dachte, das ist ein Versuch wert. So. Kraut, her damit. Noch ein Kraut, her damit. Und noch ein Kraut. Goody. Jetzt checken wir hier noch die Lage ab, ob hier auch sonst nichts mehr ist. Da haben wir die Maske eingesammelt. Da hinten müssen wir wieder gegossen werden. Wobei, ich glaube, den Raum können wir sowieso grundsätzlich knicken, nachdem wir hier mit Pflanzenvernichter gedüngt haben. Den brauchen sie jetzt nicht mehr zu verwenden. Ja gut. Dann haben wir hier alles geklärt. Wir können den Spaß abgeben an der Truhe. Uns wieder neu ausstatten.
Und dann mal die Lage checken. Was gibt es denn hier noch? Ja, da gibt es nämlich noch einen Gang mit einer grauen Tür. Ich weiß nicht, was eine graue Tür heißt. Ist graue Tür vielleicht, dass man den Schlüssel hat, aber da noch nicht durchgegangen ist? Das könnte natürlich sein. Wir werden es herausfinden. In der nächsten Folge von X-Faktor. Das Unfassbare. Läuft das eigentlich noch? Also werden da noch neue Folgen produziert? Lebt der Mann überhaupt noch? Ihr Jonathan Frakes. Nein, Rebecca, nein. Mir geht es blendend. Aber es ist nett, dass du dir Sorgen machst. So, Kraut. Alles hier rein. So, da machen wir hier und da machen wir so. Wunderbar. Oh, schaut euch das an mit den grünen Kräutern da drüben. Die Todesmaske lasse ich mal noch hier drin. Die sollte... Die wird, würde ich meinen, in der Krypta gebraucht. Wenn man rausgeht... Auf den ja, Friedhof, da wo die längste Treppe der Welt runtergeht. Da hätten die auch eine Rolltreppe installieren können. Auf jeden Fall, da unten müssen wir irgendwie 4 Masken, glaube ich, hinsetzen. Und eine haben wir jetzt. Das heißt, die wird jetzt erstmal ein bisschen Staub ansetzen in der Inventarbox. Brauchen wir jetzt gerade nicht. Kümmern wir uns später drum. So. Nee, nicht hier, sondern da links durch. Und aha, hier geht es nämlich rein. Oh, sehr gut. Und da kommen wir durch. Bitte keine Gegner, bitte keine Gegner. Was zum Speichern? Was? Das ist ein Tigerkopf? Hier ist eine Inschrift. Ein Tiger im Glanz des blauen und gelben Lichts. Aha. Ich sehe kein blaues. Also ich sehe schon gelbes Licht. Müssen wir ich will jetzt gar keinen Schuss abgeben. Ja, der Raum ist winzig. Hm. Ich versuche jetzt tatsächlich einen Schuss abzugeben. Nee, also ich dachte, dass man... Ey, frag mich bitte nicht, wieso ich auf Kerzen schieße und dann erwarte, dass die blau oder gelb sind. Wirklich, hinterfragt es nicht. Es war einfach nur ein Versuch. Ein Schuss können wir verkraften. Hat nichts gebracht. Gut. Dann haben wir hier aber alles... Oh, wenn wir hier rausgehen, dann stehen wir wieder vor dem dicken Heinrich. Das heißt, wir nehmen das Gewehr auf jeden Fall in die Hand. Bitte nicht sterben. Bitte nicht sterben. Das wäre das Allerschlimmste, was jetzt passieren könnte. And stay down! Alter, was? Blut? Blut, okay. Ey, der hat jetzt... Was war das? 4 Schüsse? 4 Schüsse aus der Schrotflinte. Und schaut euch diese ekligen Krallen an, die der hat. Der muss mal ganz dringend zur Maniküre. Wobei jetzt auch nicht mehr. So, hier geht nämlich auch der Rüstungsschlüssel. Bitte was zum Speichern, bitte was zum Speichern, bitte was zum Speichern, bitte was zum Speichern. In der Ecke des Bildes steht geschrieben, zur Erinnerung an den Bau des Hauses. Das sieht aus wie Schloss Schwanenstein. Da ist nichts. Wo sind wir denn hier? Oh. Oh. Wow. Was ist da? Ist da? Das? Oh Gott, das ist ein Farbband. Ich möchte mich bei meiner Mutter und meinem Vater bedanken und bei meinen Eltern. Eine hölzerne Theke aus Eiche. Sie riecht angenehm, wie ein guter Wein. Und da sehe ich ein Piano. Ein kostspieliger Flügel. Da kommen wir nicht durch. Eine hölzerne Theke aus Eiche. Ja, gut, okay, alles klar. Hier geht's auch gar nicht anders raus, ne? Ich guck mal auf die Karte. Ne, aber hier gibt's angeblich noch was zu entdecken. Ja, wahrscheinlich ist irgendwas mit diesem Flügel. Es ist immer irgendwas mit dem... Mit dem Klavier oder dem Flügel. Da wird immer irgendwas rumgetrellert.
Ja, kann ich aber jetzt gerade wenig ausmachen. Das bedeutet, wir gehen hier raus. Und ja, ich überlege, ob wir wirklich direkt speichern oder ob wir diese Folge einfach erstmal noch weiter... Sag jetzt nicht, der ist weg. Nee. Lebt der jetzt wieder? Oder ist der final weg? Alter, ich habe ja richtig... Oh, wie gruselig es sein kann, einen Gegner einfach nur nicht mehr auf dem Boden liegen zu haben. Eieieiei. Also ich würde natürlich jetzt schon sehr gerne speichern. Aber wir haben auch noch ein bisschen was zu erledigen. Wir haben unten auch noch eine Tür, aber die ist von der anderen Seite nicht zu öffnen. Da können wir gerade eh wenig machen. Oh, und wenn wir hier rausgehen, da ist noch eine Tür, die wir nicht öffnen konnten. Da müssen wir doch auch mal die Lage checken. Kommt mal mit. Ich nehme euch mit. Check out my crib. Jetzt gucken wir uns hier mal die Tür von ganz am Anfang an, durch die wir nicht konnten. Ah, ein Helmsymbol. Alles klar. Da können wir nichts machen. So, wir haben auch immer noch... Das ist auch noch eine graue Tür, wo... Dann gehen wir da noch hin. In den Raum, in dem wir Rebecca und Richard gefunden haben. Ist es eigentlich ein Richard oder ist es ein Richard? Wahrscheinlich ein Richard. Und gehen da mal noch rein. Da sieht es auch noch so aus, als ob es da was gäbe. Und eine graue Tür. Da müssen wir natürlich sofort herausfinden, was sich da versteckt. Und wir haben hier auch immer noch den Giftraum, in dem ich nicht so ganz verstehe, was ich machen muss. Oder ich erkenne es einfach wirklich auf den Bildern nicht. Meine alten Augen. Oh, grünes Kraut. Oh, zwei grüne Kräuter. Ärgerlich, dass ich... Was? Wie hat der sich denn die ganze Zeit hier versteckt, der blöde Hans? Hier war doch eben noch... Hier waren eben drei Polizisten in dem Raum. Wieso? Wieso hat den niemand gesehen? Kann doch nicht wahr sein. Das ist echt unglaublich. Also hier ist noch ein grünes Kraut. Nee, ich bin einfach noch... Da steht alles noch auf gesund. Ich warte mal noch. Wir gehen jetzt erstmal noch eine Ecke weiter. Wir können ja jederzeit umdrehen, wenn es zu gruselig wird. Wo sind wir jetzt? Hahaha. Nicht grapschen. Alter! Was? Ach komm, loslassen. Das kann doch nicht wahr sein. So, Blut bitte. Das ist ja unglaublich, was der an Munition gefressen hat. Alter Schwede. Aber wir sind immer noch gesund. Noch ist alles gut. Boah, ist das düster. Ich kann das gar nicht richtig erkennen. Was liegt hier eigentlich auf dem Boden? Sind das Splitter, Spritzen, Scherben? Hier ist nichts mehr. Oh, hier ist noch eine Tür. Wir gehen hier einfach mal weiter. Oh, Munition. Her damit. Her damit, her damit. So, es ist stockduster. Was haben wir hier? Mehr nicht? Ja, hier ist nicht viel zu sehen. Das ist richtig. Ein Kerzenhalter ohne Flamme. Ja, können wir die irgendwie anmachen? Puh. Oh, oh, da kann man was schieben. Warum? Warum sollte ich da etwas schieben? Schieb's mal in die andere Richtung. Ist da eine Tür? Oh Gott! Ah! Finger weg! Oh Gott!
Gott, ich hab ihm die Granate, glaube ich, in den Mund gerammt und jetzt gerade draufgeschossen. Meine Güte. Sonst hier nix. In dieser Finsternis ist nicht viel zu sehen. Ja, toll. Warum habe ich denn den... Oh. Ja, guck mal, dann können wir das doch direkt verwenden. Dann hat sich das auch gelohnt. Tja, aber ich kann halt echt nichts machen. Was liegt denn da? Das ist einfach nur eine Kiste, ne? Ist nicht wirklich... wirklich was zu sehen. Ja gut, okay, dann lassen wir den Raum mal gerade Raum sein. Wie komme ich raus? Da. Aber jetzt können wir auf dem Rückweg einmal das grüne Kraut noch einsammeln und uns damit nochmal heilen. Wehe, wenn der jetzt nochmal aufsteht. Er hat kein Blut mehr unter sich, aber vielleicht bleibt das auch einfach nicht. Ey, seitdem der erste Gegner wieder aufgestanden ist, ne? Seitdem kann ich das... Seitdem habe ich hier bei jedem Schiss. Du bleibst auch schön liegen, Kollege. Ah, gleich viel besser. Wir sind wieder gesund. Haben wir jetzt hier alles? Ja, in dem Raum haben wir alles. In dem anderen Raum natürlich nicht. Aber ich glaube, da müssen wir auch echt erstmal Licht reinbringen. Keine Ahnung wie. Null. Aber da wird schon irgendwas... Irgendwas wird es da schon geben. Das sind Spinnenweben. Und es sind keine kleinen. Gott sei Dank. Also ich habe wirklich kein Problem mit Spinnen. Die nehme ich auch mit der Hand raus. Die setze ich zärtlich draußen ab. Alles fein. Spinnen, die solche Spinnennetze produzieren? Nein. Die nehme ich nicht in die Hand. Da möchte ich mich nicht mit anlegen. Zum Glück ist die Tür verschlossen. Dann. Ja, wir wären jetzt in dem Flur für das Rätsel nochmal mit dem Giftgas. Ist vielleicht keine schlechte Idee. Sollen wir da nochmal gucken? Komm, wir gehen da nochmal gucken. Komm mal mit jetzt. Und jetzt möchte ich mal auch konstruktive Kritik von dir haben. Und auch ein bisschen Input, wie wir das angehen. Also, Schild, Axt, Schwert, Hellebarde. Und die wackeln ziemlich. Also, da ist offensichtlich ein Schildtyp hier links. Dann kommt einer mit... Ich finde jetzt inzwischen, wo ich... Ich habe ihn länger jetzt nicht mehr gesehen, dieses Bild. Finde ich, der kommt der Hellebarde schon näher, der zweite. Der dritte... Ich habe beim besten Willen keine Ahnung. Das kann für mich nur das Schwert sein. Dann weiß ich aber immer noch nicht, was die vier ist, wenn die vier das Schwert sein soll. Also, wenn die vier das Schwert sein soll, dann weiß ich beim besten Willen nicht, was die drei sein soll. Schwert, Hellebarde. Wir machen erstmal Schild und dann Hellebarde. Ich habe gerade, glaube ich, Schwert und Hellebarde gesagt. Machen so. Dann die Hellebarde. So, jetzt bleiben nur noch Axt und Schwert. Das ist alles nicht das Richtige. Andererseits können wir das einfach dann nochmal machen und wir versuchen es dann anders. Das heißt, wir machen jetzt einfach mal erst das Schwert. Und dann die Axt. Nee. Okay, ist aber nicht schlimm. Das heißt, wir machen jetzt Schild. Dann die Hellebarde. Dann machen wir erst Axt und dann Schwert. Und dann habe ich immer noch eine andere Idee, wenn es das nicht ist. Okay. Meine andere Idee ist, ob wir uns merken können, wer auf wen Einfluss hat, um das dann einfach zurückzuschieben. Ich schiebe mal ganz kurz die Hellebarde nach hinten. Mal gucken, wen die betätigt. Okay, nur das Schwert nach vorne. Und wenn ich das Schwert wieder reinschiebe, geht dann die Hellebarde nach vorne? Okay.
Aber ist das die Lösung, dass man sich hier überlegen muss, wie das alles funktioniert? Wenn ich jetzt den jetzt reinschiebe, müsste doch das Schwert wieder reinfahren, oder? Nee. Okay. Dann wird es jetzt aber kompliziert. Okay, der Schild. Vielleicht lässt der Schild nur das Schwert reinfahren. Das heißt, ich versuche nachzudenken und viel rumzuprobieren. So, wenn ich jetzt das hier mal nach hinten schiebe. Oh Gott. Nee, wenn ich... Ach, verflucht. Jetzt kommt die Axt wieder nach vorne. Und mit dem Schild fahre ich das Schwert wieder nach hinten. Moment, wir sind hier was auf der Spur, glaube ich. Ja, und jetzt einfach den Schild wieder zurück. Jetzt nur den Schild, dann fährt er mit dem Schwert zurück und alles ist gut. Alle sind wieder zurück. Jetzt das Knöpfchen drücken und dann geht das auf. Aha! Oh ja! Na, muss auch hier haben. Sehr schön. Ein rätselhafter Kasten. Schmuckkasten mitnehmen? Ja, bitte. Dann werfen wir da mal einen Blick rein. Nein, ich möchte prüfen. Da ist ein Schalter. Betätigen immer. Alle Schalter werden betätigt. Da ist noch ein Schalter. Was? Oh Gott. Oh. Oh, da haben wir noch eine Todesmaske. Eine Todesmaske ohne Augen, Nase oder Mund. Ja, okay, cool. Dann, alles klar. Haben wir jetzt im Inventar? Stark. Das war richtig gut. Dann haben wir hier auch alles abgegrast. Geil, Leute. Richtig nice. Oh, richtig Progress. Jetzt gehen wir nochmal, wir haben nebenan jetzt direkt das Treppenhaus. Dann können wir da ja mal kurz gucken, ob wir, also zum einen können wir das speichern und zum anderen gibt es da noch rote Türen. Können wir mal gucken, vielleicht ist da ja eine, die Rüstungstür. Also eine Rüstungstür. Und dann checken wir da einfach mal die Lage. Nein! Verflucht! Okay, ich werde hier jetzt nicht sterben. Das wird nicht passieren. Wir nehmen direkt mal wieder die Schrotflinte, beziehungsweise das Gewehr. Und direkt ruf. Direkt wechseln. Wer weiß, ob der wirklich tot ist. Okay. Er scheint tot zu sein. Gott sei Dank. Puh. So, was sagt die Karte? Rechts haben wir eine Tür. Dann gucken wir doch mal ganz kurz. Aha. So nämlich. Sesam öffne dich. Gott, was ist denn hier? Vielleicht gehen wir erstmal nach unten und legen Sachen ab, ne? Das ist vielleicht sinnvoller. Machen wir das mal zuerst. Wir legen erstmal Kram ab. Wir haben diese blöde Maske im Inventar, die braucht keiner. Wir haben gerade Uwe im zweiten Stock kaputt gehauen. Den braucht auch keiner mehr. Wo? Also, die Maske kommt... Ach, inzwischen ist es einfacher, nach oben zu scrollen. Maske kommt nach Hause. Den Rüstungsschlüssel behalten wir noch. Das Gewehr hat keine Munition, ist aber egal. Falls wir welche finden, freuen wir uns drüber. Ich lege das jetzt aber trotzdem erstmal... Nee. Ich
Leg das trotzdem gerade erstmal zur Seite. So, dann haben wir zwei Slots. Ja, zwei Slots. So, da war ein rotes und ein grünes Kraut. Die können wir dann einmal mischen. Dann haben wir noch einen Slot übrig. Ich würde sagen, das ist ein ganz guter Plan, oder? Und dann war da auch noch eine graue Tür. Müssen wir auch noch gucken, wohin die führt. Aber erstmal wird der Stuff mitgenommen. Eintüten. Eindeutig wird hier Marihuana angebaut. Das müssen wir alles mit auf die Wache nehmen. Rücken Sie es raus, das Zeug. So, da haben wir einmal das Gemisch. Was haben wir hier denn noch? An dieser Wand ist ein großer Kratzer. Das sieht nicht wie das Werk dieser verwesenden Gestalten aus. Oh nein! Sind das jetzt die... diese Halbmutierten oder... ist leicht zu knacken. Ja, wenn man einen Dietrich hätte, ne? Hier ist so eine Mystery-Mucke. Wir gehen da jetzt einfach mal durch. Ey, wenn die mir jetzt hier einen Licker oder so hinpacken, ne? Oh, fuck you. Das ist so ein kleiner alter Schlüssel. Was ist das hier? Oh, erste Hilfekasten. Super useful. Speicherbänder! Jawoll! So, jetzt hätte ich aber auch gerne noch dieses, diesen blöden Schlüssel. Ach, wisst ihr was? Den holen wir uns einfach im Nachgang. Wir gehen jetzt einmal runter. Geben die Dingsy-Pupsis ab. Nö, ihr wisst genau, was ich meine. Die... den Erste-Hilfe-Kasten. Meine Güte. Wie kann man denn... Es ist teilweise wirklich... Also einfach nur heiße Luft in meinem Kopf. So von jetzt auf gleich stellt mein Gehirn einfach auf. Ich könnte da oben gerade die Lösung für den Welthunger oder sonstige Probleme finden. Und dann sagt mein Gehirn so, und dann ist das weg. Naja. So, einmal den Spaß hier. Also wir haben echt viel zum Heilen inzwischen. Gerade auch jetzt mit dem Erste-Hilfe-Kasten. Aber vielleicht wird der auch, warte mal. Vielleicht wird der auch woanders benötigt. Ich werfe mal einen Blick da drauf. Prüfen. Keine besonderen Merkmale. Weißt du, da ist doch so eine kleine Knupsi-Lasche. Kann man nicht aufmachen. Na gut. Dann kommt das Ding jetzt einfach zurück in die Box. Und wir holen uns den alten Schlüssel. Das ist dann, glaube ich, auch der... ist dann der einzige, den wir haben. Wir haben die anderen, die wir bisher hatten... glaube ich, alle verbraucht. Ich wollte gerade mal gucken, was steht hier eigentlich? Ich habe etwas Munition im Raum rechts gelassen. Ich gehe vor und suche einen Weg hinaus. Wesker. Ach, Wesker hat uns das da hingelegt, als wir den Kram gefunden haben. Das ist ja nett von ihm. Schön, dass er auch noch ein Plakat für uns gebastelt hat. Ich stelle ihn mir vor, wie er mitten in den Zombie-Horden da seinen Farbmalkasten rausholt und ein kleines Plakat für uns malt. Mit so einem Herzchen. In Liebe. Wesker. So, her damit. Alter Schlüssel. Und wenn wir jetzt gerade noch hier oben im Flur sind, da ist ja noch um die Ecke noch eine weitere rote Tür. Da wollen wir doch auch noch gerade die Lage checken, was es damit auf sich hat. Ich hoffe, da ist kein fieser Zombie. Ach so, war die, meinte ich, hä? Na gut, in diesem Raum ist noch eine rote Tür, dann gucken wir uns die halt an. Dann halt so. Ah, stimmt. Die Tür ist verschlossen. Ein Helmsymbol, alles klar, da können wir nichts machen. Aber wir haben alles versucht und das ist, worauf es ankommt. Dabei sein ist alles. Dann jetzt erstmal zurück. Dann wird gespeichert. Endlich. Und wir haben richtig viele Farbbänder, Leute. 6 Farbbänder. 6-mal speichern. Das ist... Ha.
Das ist Speichersegen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. So, der kleine Schiss. Ah, ne, guck mal, zwei haben wir dann. Sehr schön. So, ab an die Maschine. Schreib auf, was du zu schreiben hast. Es war ein düsterer Herbstmorgen. Luise hatte 9 Brötchen gekauft, aber ich hatte sie um 10 gebeten. So, weiß nicht, was das sollte. Wir haben gespeichert und wir haben eine fantastische weitere Folge hinter uns gebracht. Und wir haben richtig viel Progress gemacht in letzter Zeit. Das kann ja eigentlich nur so weitergehen, oder? Ja, ich würde sagen, es geht so weiter. Ob es wirklich so weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Macht's gut!